Ja, halli, hallo, liebe Mädchenfarbenfreunde. Ich bin's, der Tenji, und wir spielen Robocraft in Mädchenfarbenoptik. Ja, ich nenne das Mädchenfarben, weil ich weiß nicht, was für eine Farbe das ist. Durch meine Farbschwäche habe ich mich nie damit beschäftigt. Und es gibt ja irgendwie zwei so Mädchenfarben, hier die und die hier, glaube ich. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt pink, lila ist oder was auch immer. Und bevor ich sage, es sind schwule Farben, ja, das habe ich mich gestern damals immer sehr oft gesagt, sage ich einfach, es sind Mädchenfarben. Das klingt viel besser, als wenn man sagt, es sind schwule Farben, weil, ja, was hat das mit schwul zu tun, ist die Frage. So, und jetzt geht's los. Wir wollten hier noch ein bisschen was umbauen. Wir haben ja letztens auch gesehen, das war, sah schon sehr geil aus. Hier hat man gut gesehen, dass, oder war das bei so einer Waffe, ich weiß es gar nicht, dass die Verbindungsstücke, dass es echt ordentlich was gebracht hat. Hier war fast schon alles weggeballert. Ja, war fast schon alles weggeballert. Dann wäre wahrscheinlich dieser Cube, wo die Waffe dran war, auch weg gewesen. Aber nein, durch den Rot, der dahinter ging, lebte die Waffe weiter. Das ist schon mal sehr cool. Und der Bobo hat letztens gesagt, mach mal hier mehr Verbindungen rein. Also, denke ich mir so, komm, wir machen mehr Verbindungen rein. Was wahrscheinlich mehr optisch eine Verbesserung wäre, wäre sowas. Und da könnte man ja auch sowas machen. Na? Wieso geht das nicht? Hä? Habe ich keine mehr? Oder? Hä, wieso kann ich die nicht setzen? Ach so, ist zu nah. Das ist zu nah, sehe ich gerade. Ich habe nichts gesagt. So, dann können wir die hier verbinden. Das ist einfach... das ist teilweise mehr optisch. Muss man ja sagen. Ist mehr optisch. Aber es hat trotzdem eine Verbindung. Eine Verbindung mehr ist immer was Gutes. Die hier können wir leider nicht verbinden. Was ist denn, wenn wir die nach da drehen? Ja, ist ein bisschen schade, dass die hier... So, hier eine ordentliche Verbindung hinzukriegen, ist halt so eine Sache. Ja? Ich kann ja hier zum Beispiel... hatte ich noch eine Idee? Ist eigentlich meine... Ach, die war gar nicht an, okay. Hier könnte man noch sowas machen. So, dass wir hier weiter reingehen. Dann könnte man hier sowas machen. Und dann könnte man hier eigentlich noch Verbindungen oder sowas reindrücken. Ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, was man hier für Verbindungen reindrücken könnte. Aber irgendwas könnte man hier bestimmt noch reinkriegen. Hier sowas zum Beispiel, dass wir hier vielleicht dann nach vorne noch gehen. Dann haben wir auf jeden Fall mehr Verbindung drin wieder. Das ist, glaube ich, zu lang, oder? Ja, um eins zu lang. Das gibt es ja gar nicht. Und die kurzen? Die kurzen sind dann wieder zu kurz, ne? Ja, war ja klar. Egal, wir haben eine Verbindung mehr. So. Vielleicht bringt das was. Das heißt, wenn die hier weggeballert wird, die Verbindung, gibt es immer noch die Verbindung, die wahrscheinlich eher weggeballert wird. Na, wenn ich mir das hier anschaue, boom, boom, dann ist das eher weg. Aber da hätte man wenigstens ein kleines bisschen mehr Verbindung. So, das können wir hier vorne auch so machen eigentlich. Weil wir haben auch so viel CPU, Leute. Wir haben viel zu viel CPU. Zu wenig CPU verbraucht. Ja, wir haben ja 1515 CPU, hätten wir eigentlich übrig. Aber wir verwenden sie nicht. Ach Mist, hier passen sie nicht rein. Ah. Nach hinten kriege ich es aber. Lol. Was? Nach hinten, aber nicht nach vorne. Ist ja auch geil. Nach vorne kriege ich es nicht, aber nach hinten. Naja, ob das hier irgendwie dann was bringt? Weil wie soll ich das jetzt hier verbinden? Also, wir brauchen mehr Verbindungen. Aber wie man das jetzt hier, wo man jetzt was reinkriegt, das wird wieder ein bisschen schwieriger. Hier kriege ich aber auf jeden Fall was rein. Hier sieht es ein bisschen mau aus gerade. Da bin ich jetzt echt nicht sicher. Vielleicht können wir einfach hier eine Schräge mit reinschieben. Dass wir wenigstens... Warte, was? Die gehen ja auch nicht rein? Scheiße. Nee, das wollen die nicht. Das wollen die nicht. Das ist ja doof. Dann werde ich hier kurzerhand dann doch wieder direkt so machen. Aber hier unten kann ich es wegmachen. So. Mal hier kriege ich auf jeden Fall vielleicht noch eine Verbindung irgendwie nach da oder irgendwie. Da kriegt man schon hin. Noch was? Hier geht das auch nicht. Das ist ja unerhört sowas. Unerhört.
Bringt das irgendwas? Komme ich hier irgendwo hin? Komme ich hier irgendwo raus? Ich komme hier nirgendwo hin. Ach, das ist ja ein bisschen schade. Das bringt auch nirgendwo was. Ja, das sind so Sachen, da muss ich mich, glaube ich, mal alleine mit hinsetzen, dass ich da Verbindungen und sowas finde. Ich wollte hier aber gucken, ob ich hier vielleicht Verbindungen zur Seite schieben kann. Nee, es geht auch nicht. Ach. Na gut, das sind, wie gesagt, da muss ich mich mal alleine hinsetzen. Da braucht man auch ein bisschen mehr Zeit, um überhaupt ein paar Sachen, ein paar Ideen zu finden und die auch hinzusetzen, würde ich sagen. Was ich aber gucken wollte, ist, ob ich noch zwei Waffen dran kriege. Erst dann müsste ich mir noch mal zwei Waffen kaufen. Auch wenn es vielleicht doof klingt, ne? Hey, was ist das denn hier? Trust Cheetah Carbon, Alter? Was das denn? Ist ja voll der krasse Truster. Hardware? Das sind die hier. So, zwei Stück noch kaufen. So, ein bisschen Geld haben wir ja noch. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Dass man einfach hier... Ich war echt am Überlegen, ob man hier unten Waffen hinkriegt. Weil wenn ein Gegner mal direkt unter einen ist, dass man dann vielleicht dann doch irgendwie von unten draufballern, dass man richtig nach unten gucken kann und draufballern kann. Manchmal gibt es echt so Situationen. Jetzt könnte man hier nämlich überlegen, wie könnte man hier noch eine Stange reinkriegen. Weil da könnte man gucken, ob man nicht das hier nicht nimmt und eher nach unten leitet. Weil das dann auch bloß eine Verbindung hätte, wäre auch ein bisschen wenig. Aber da kriegt man bestimmt noch andere Verbindungen rein. Sie müsste aber mindestens so weit runter gucken. Damit er auch nach vorne schießen kann. Weil wenn er nicht nach vorne schießen kann, dann wäre das ziemlich scheiße. Aber er kann jetzt zum Beispiel nicht nach oben schießen großartig. Außer, kann er da durchschießen jetzt? Wenn du einen Flieger vor dir, oben und über dir hast. Was? Vor dir, oben und über dir hast, ist das eher schlecht. Ja, das stimmt. Weil wenn ich jetzt nämlich mit denen hier alle schieße, die können ja nach oben schießen, aber die schießen dann ab und zu ins Leere. Ach, schade. Das ist schon irgendwie ein sehr kluges Argument, was ich so nicht bedacht habe. Aber ich will noch irgendwas an dem Scheißding bauen, Alter. Da muss doch irgendwas noch baubar sein. Ich muss doch hier noch irgendwas dran kriegen, das gibt's doch nicht. Kann nicht sein, dass ich jetzt hier einfach so zu ist und fertig. Das gibt's doch nicht. Ich brauche mehr Verbindungen und alles. Aber wo packt man die dran? Diese ganzen schönen Verbindungen. Gibt es hier so gerade Verbindungen reinpappen vielleicht? Hier kriegt man hier noch eine dran. Oh, schön. Die passt. Geil. So. Einfach stylisch. Ne? Hat ein bisschen was Stylisches. Und das passt aber diesmal nicht. Ne? Das ist dann zu lang. Schade. Wenn ich so kleine nehme. Ja, zwei Stück kleine passt dann auch nicht so richtig rein. Schade. Hier kann ich noch was dran machen, so. Ist vielleicht nicht so das Geilste vom Geilsten. Aber hat ein bisschen was Stylisches noch mit dran. So. Damit das sieht das ein bisschen technischer aus. Hier hinten zumindest, von vorne. Naja, von vorne ist er immer noch ganz komisch. So, in der Mitte kann ich auch noch was mit Rotz machen, hat der Bobo gesagt. Irgendwas mit symmetrisch. Meint er hier? Aber ich kann das nicht setzen. Warum nicht? Hä? Wieso kann ich das nicht setzen? Hä, habe ich keine mehr? Nee, hä? Wieso geht das hier nicht rein, Leute? Von der... Ach so, das sieht nur so aus, als wäre das fertig wegen Spiegelung. Wegen der Spiegelung ging das nicht. Ah, ich verstehe. Und dann könnte ich noch... Wo ist denn jetzt so ein kleiner? Ach scheiße, dann nehme ich so einen kleinen selbst per Hand. So. Ja, ja, Bobo. Jetzt hab ich da noch mitbekommen. Aber hier könnte man ja... Das sieht vielleicht witzig aus. Jetzt habe ich die Symmetrie, kann ich ja wieder anmachen. Das sieht jetzt vielleicht witzig aus, so, aber ob das auch was... Und dann machen wir das gleiche hier. In die Richtung.
Was für ein Scheiß. Das Problem ist, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt annähernd irgendwas bringt. Ne, ob das überhaupt annähernd irgendwas bringt, das zu machen. Ich glaube, was sogar mehr bringen würde, wäre wahrscheinlich eher so ein Schild hier dran zu pappen, irgendwo hier oben. Dass wenn von oben jemand draufballert, die ganzen Schutzdinger nicht kaputt gehen. Ich glaube, das hätte rein theoretisch mehr Sinn. Oder? Was denkt ihr? Ich glaube, das hätte ja schutztechnisch irgendwo mehr Sinn. Aber hier passt es auch alles wieder nicht dran so richtig. Ne? Es verstärkt meine Wand, sagt der Bobo. Das hier würde wahrscheinlich eher weniger was bringen. Hier vorne geht ja eh nichts dran. Aber ich habe irgendwie so viel zu wenig CPU-Verbrauch. Da müsste man eigentlich, das ist schon Pflicht, hier irgendwas dran bauen zu müssen. Achso, da ist die Waffe im Weg. Ja, mach noch ein paar alternative Verbindungen, die zu diesen Rotor führen. Das Problem ist, das habe ich ja versucht. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, okay, 11 Minuten sind wir schon. Das Problem ist nur, wie. Ich kriege die ja kaum raus. Obwohl, doch, das geht raus. Was? Vorhin kam ich ja nicht irgendwie lang. Kann ich jetzt hier lang? Lol, es geht auf einmal. Dreierverbindung, das ist aber sinnlos. Zwei Blöcke, ne? Da wird eine Dreierverbindung nicht viel bringen. Außerdem muss ich, glaube ich, noch ein paar Blöcke kaufen. Die gehen mir schon wieder aus hier. So. Das ist natürlich auch eine gute Alternative, dann hier zu gucken, ob man hier vielleicht ein paar Verbindungen mit reinkriegt. Ich kann die nur nach vorne reinkriegen, die Verbindungen, die Alternativverbindung. Leider geht das hier nicht. Außer, ich könnte vielleicht mal ganz kurz gucken. Aber nur mal gucken, ob das geht. Huch. So. Ah, okay, dann ist es natürlich wieder ganz woanders. Aber ich könnte so machen. Okay. Und dann kann ich ja Mini-Rod reinmachen. Und wenn ich noch eins nach unten verlege, könnte ich sogar hier reingehen. Direkt hier hinten dran. Ah, nein, nach unten verlegen geht nicht. Dann hätte ich eine kleine Alternative. So. Okay. Okay. Ich lese ab und zu im Chat, deswegen nicht wundern. Dann haben wir hier haben wir eine Verbindung, da haben wir eine Verbindung. Und die hat nach oben eine, da hat sie noch eine Verbindung. Ja, nach hinten könnte man noch was rausziehen. Irgendwie. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen dumm. Oder? Wäre eine Verbindung. Eine Verbindung mehr. Nur keine Ahnung, ob die vielleicht zu tief ist. Aber ist ja eigentlich scheißegal, ob die zu tief ist. Ja, natürlich wieder zu lang. Das ist wieder zu kurz, ne? Nee, perfekt. Hey, wieso ist das rot? Okay, keine Ahnung. Jetzt ist es nicht mehr rot. Huch, huch. Ist eine Verbindung mehr. Ist eine Verbindung mehr, ja? Was runde mit schrägen ab. Was für Schrägen, was für Rundung? Wahrscheinlich eher, wahrscheinlich hier sowas hier. Da wollte ich aber erstmal gucken, ob ich noch mehr Verbindung habe oder noch, oder so. So, dann schauen wir mal. Hier könnte man auch noch mal was rausballern. Hier. Es muss so lange existieren wie möglich. Das wird aber verdammt knapp hier. Gucken, ob ich hier durchkomme.
Nein. Schade. Hier kann ich keine Rohre legen. Ich kann keine Rohre verlegen, Leute. Mist. Kommt man hier nach unten? Nee. Da kann ich keine Rohre verlegen. Das gibt's ja gar nicht. So, aber an sich... Man könnte jetzt sogar noch zwei Rotorblätter hier hinten vielleicht noch so dran bauen. Okay, da ist wieder so weit hinten, aber wenn man jetzt hier rausgehen würde, statt nach unten vielleicht eher nach hinten oder nach oben gehen würde, können wir hinten sogar noch ein Rotorblatt reinkriegen. Dicke Steine sind stärker, viel stärker. Das stimmt. Wobei die schrägen, das geht noch relativ. Die haben 100 weniger. Also die dicken hier haben 1119 und die schrägen haben 1044. Also es geht noch, aber die Dinger hier zum Beispiel, ja, 900 oder die hier, na gut, 1049, das geht eigentlich. Aha, hilft es nicht direkt das lange, ach so, ich verstehe. Das ist eine gute Idee, da muss ich mal kurz testen. Also was habe ich für uns gemacht? Ich habe hier so gemacht und jetzt könnte ich mal das kleine testen, ob das geht. Es klappt. Der Bobo hat wieder mal recht. Ach, der Bobo. So, hier haben wir jetzt natürlich... Hier ist natürlich die Frage, ob ich einfach so mache. Ist natürlich... Die Verbindung kann natürlich schnell platzen, ne? Die ist dann ganz schnell weg, theoretisch. Die Verbindung kann ganz schnell flöten gehen. Also die kann schnell flöten gehen. Aber es ist ja nur eine Verbindung von drei... Ja, eine von drei Verbindungen ist das. Ja. Hier ist noch so viel Platz. Da muss doch noch was gehen. Da geht doch noch was. Hier. Hä, Moment mal. Hä, habe ich nicht erst eine kleine gemacht und dann eine? Hä, bin ich voll... Ach, hier oben habe ich das gemacht. Übrigens ist hier ja auch noch sowas. Hä, wann habe ich das denn gebaut? Ach, das ist das Ding hier. Das hat er drüben nicht mitgebaut? Was? Lol, der hat das nicht kopiert gehabt. Ah, ich hab das nicht an. Oh, nein. Oh Gott, ich hab das Spiegelverkehrt bauen, Dingsbums nicht angehabt. Ach, Kacke. Na, das kann ja was werden jetzt hier. Ich glaube, wir haben einfach so gemacht, ne, hier hinten. Nee, hä? Ach, Kacke. Das haben wir ja komplett anders gebaut gehabt. Oh Gott. Ah, Leute, das ist natürlich jetzt ärgerlich ein bisschen. So, das, ich habe das einfach hier hinten rausgezogen und dann habe ich die schrägen da rein. Alter, Falter. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So. Nee. Da kommt ein kleiner rein. So. So, das ist irgendwie doof. Und dann habe ich hier hinten ja noch was. Ich habe da hier hinten noch was gebaut gehabt. Nee, nach unten. Das war die Mitte. Das war das Mittelding. Das ist okay. Dann habe ich das hier drüben gebaut. Das muss ich auf der anderen Seite auch noch bauen. So. Dann ein kleines Röhrchen. Ein großes Röhrchen. Klick, 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 klick. Und den hier rein. So. Gut, dann haben wir den. Und dann habe ich in der Mitte noch was gesehen gehabt. Und hier in der Mitte war noch irgendwo Platz. Hier ist noch Platz. Platz, Platz, Platz. Hier zum Beispiel können wir auch noch was durchziehen. Das ist eine extra Verbindung. Die kann man da noch irgendwie... Irgendwie kann man die doch noch missbrauchen. Da muss doch irgendwas noch gehen. Hier geht noch was, Leute. Ich schwöre, hier geht noch was. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Nee, das geht leider nicht. So. So ein langer und dann noch ein langen vielleicht. Wo komme ich da raus? Ja, passt doch. Kriegt man auch noch rein. So, ich hoffe, das ist so in Ordnung. Was ich hier zusammenschuster. Boah. Das ist auf jeden Fall sehr viel Verbindungen. Das Problem ist natürlich, wenn man hier drauf schießt, von unten hier drauf, bam, bam, bam. Ah, stimmt ja, hier muss ich noch Schrägen reinmachen. Dann schießt man natürlich erstmal den einen Rotorblock weg und dann gleich den nächsten, das sind ja immer übereinander gestapelt direkt. So,
Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ich würde jetzt gerne noch ein Match machen. So, ich würde gerne noch ein Match machen. Vielleicht noch die Farbe ein bisschen ändern, weil die ist, also ist nicht meine Farbe. Das muss man sagen. Vielleicht eher so ein hellblau. Also wegen Tarnung und so. Vielleicht. Vielleicht tarnt, ist man da besser getarnt. Keine Ahnung. Farben an sich werde ich noch komplett anders machen dann. Dann kann man hier vielleicht so irgendwie so einen Scheiß machen. Keine Ahnung. Aber erstmal lassen wir einfach hellblau und fertig. So. Wegen Tarnung. Gut, dann werde ich mich jetzt in einem ein Match begeben. Werde noch mal ein paar vielleicht aus dem Chat einladen, dass sie gleich mal mitfliegen können. Wir werden es sehen. Also, bis gleich. So, da sind wir. Ich habe noch eingeladen, habe ich den Olegna. Anschlo war da zufällig noch im Robo im Stream. 11 heißt deiner. Super. Bobo ist auch da. Ja, meiner heißt Robo 11. Und Dark Force Soul ist noch bei uns. Und jetzt machen wir alle nieder. Wir machen einfach alle nieder. Fein Speed Healer heißt der. Hat aber SMGs dran. Wir haben sie niedermähen. Yeah. Anschau, du hast keinen Flugroboter, ne? Doch. Alter, wir haben sogar einen TXer, der so ein bisschen schwebt. Da ist Bobo mit seiner krassen Wand. Hier aber hier ist die Tarnfarbe doch ganz gut, die blaue. Knuckel, ja. So. Ich färbe meine Botzen auch so, dass Leute das kaufen können. Das ist ziemlich traurig. Wie bitte? Was mit dem Kaufen? Ich färbe die nur noch so, dass Leute das kaufen können. Weil das ja, Blau oder so, manche... Dein Blau, weiß ich jetzt gerade. Achso, du meinst, dass es Premium-Farben gibt jetzt, ne? Ja, ja. Ja, aber gleichzeitig haben sie auch viele Kosmeten, ne, die zum Beispiel Garagenplätze abgeschafft. Was ich, das finde ich ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Also Garagenplätze war, glaube ich, weil Garagenplätze sind auch bei World of Tanks und so. Haben die auch irgendwie... Die auch für Team. Ja, werden sie auch verkauft, ne? Das passt. Okay, wo war das gefunden? Alter, das sind ja richtig viele. Scheiße. Hä, hey, schießen die nicht auf mich? Die haben mich auf mich geschossen. Da. Okay, ich flieg den Bobo hinterher, der hat Ahnung. Oh, da fliegt was da oben, Bobo. Wir schnappen aber, leider ist er wieder Flügge geworden. Ja, die Herren sind so schnell. Aua, wird beschossen. Von was denn? Boah, Bobo, du warst aber auch ganz schön beflaggt gerade. Vom TXer. Oh, das war der TXer, ja. Uah, die Leute... Nein! Wissen, es gibt heutzutage bestimmt noch... Mist. Da kam ein riesengroßer Tesla-Typ. Alter, wie flieg ich denn hier? Passt auf, hinter euch kommt ein Tesla ran. Übelst riesiges Vieh. Lol, stimmt. Das ist richtig krass. Mist, ich habe zu früh geschossen. Ich hab noch 99%. Den hätte er Holy Crap nennen können. Alter, der hat ja richtig viele Tesla-Sachen. Sieht aus wie eine Krabbe, wenn er auf dich zufliegt. Die sterben aber ganz schnell. Ja, aber wenn er jetzt überlebt. Ja, ich habe ihn getroffen. Ich werde ihn beballern. Flacken jetzt so tot. Er ist explodiert. Richtig ordentlich. Okay, Anschluss am Verrecken. Oder ist das eine Dark Souls? Ich bin schon längst tot. Ich hatte von hinten erwischt. Einmal reingeflogen mit die von hinten auf. Ja. Wir hatten noch voll geheilt, so ist mich geheilt. Ich denke die von vorne ab. So, man kann ordentlich draufballern. Liegt hier was über mir drüber? Aua, Plasma hat mich erwischt. Ach, da war ein Gegner, scheiße. Ich muss mich wieder heilen. Ich würde gerne mit zu dir. Bin mir nicht so sicher, wie ich das hier mache. Was ist eigentlich mit unserem TXer? Der steht hier. Okay. Okay, hier ist voll der Kampf gerade. Ist voll der TXer-Kampf. Ich muss mithelfen. Ich muss mithelfen. Komm schon. Komm schon, baller mit drauf, Tenchi. Wieso haben die Medic? Haben wir auch einen Medic? Jetzt kümmere ich mich jetzt. Wir haben zwei Medics. Was? Die zwei Medics sehe ich gerade. Haben die noch einen dritten? Ah, die hat TXer ist gleich im Arsch. Der TXer ist im Arsch. Von denen. Der ist weg. Du kommst von hinten. Ich hol mir den Plasma-Heini hier. Ich komm immer von hinten. Da ist noch ein Ray-Gunner, der schießt dann bestimmt auf mich oder keine Ahnung. Nee, Plasma hat auf mich geschossen. Puh, jetzt war ich gut beflaggt. Aber das ist ein guter Test. Zu guter Test. Aber doch, du hast recht, Bobo. Diese ganzen sinnlosen Verbindungen sind doch ganz gut. Ja. Man freut sich, dass sie da sind, wenn man sie dann braucht. So. Da kommt der Gegner. Ich bin voll geheilt. Bum, 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 bum. Was willst du machen? Was willst du tun? Na, no, das sind die Gangster-Copter. Ja, das ist... Aber es ist echt schade, ne? Dass man so die Flugdinger, dass man das machen muss.
Also ich mach das, ich hab das Ding jetzt auch nur gebaut, weil ich einfach so mithalten, ich will ja mithalten noch. Ne, ich will auch mithalten mit den anderen. Ja, wieso fahren wir gerade alle zurück? Ranked ist definitiv richtig. Wieso fahren jetzt alle wieder zurück? Ich bin irgendwie angegriffen, aber ich sehe den Typen nicht. Ja, ich habe auch nichts gesehen. Er ist unsichtbar, oder? Aber es ist echt das billigste Design, ne, was man so bauen kann. Eine Wand, wupp, und hinten ein Dings dran. Er sieht nicht schön aus. Wir müssen auf jeden Fall für sich das einfach halten. Es ist dreist. Deswegen ja voll umgekippt, weißt du? Ja, müsste ja voll umkippen und man müsste mit Düsen entgegenwirken. So, ich bin super gelandet. Perfekt. Was? Nein, 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 der schubt mich raus. Der Arsch. Der Arsch, ey. Runter, runter mit dir. Wir machen gleich noch eine Schlacht, Leute. Wir sind, dann ist die ganze Baufolge wenigstens noch ein bisschen mit zwei Schlachten dann noch versehen. So, ich muss ein Stoppschild machen aus deinem Bot. Wie tief muss man eigentlich fliegen, um hier zu capturen? Muss man direkt drauf landen? Ein bisschen drüber geht. So okay, Alter. Ja doch, ich bin auf Platz 4 vom Punktezahl her. Nicht schlecht. Pixelbeeps, was? Wrecking Wall? Wrecking Wall. Like a Wrecking Wall. So, wir machen gleich noch eine Schlacht. Wir sehen uns gleich wieder. Wir gehen gleich wieder rein. So, da sind wir wieder drin. Ist noch jemand aus dem Stream da? Nee, glaube ich nicht. Aber was ich noch sagen wollte, ich habe das Gefühl, also im Team Deathmatch gibt es ja irgendwie anscheinend mehr RP mittlerweile, oder? Ist das ja so richtig, Bobo? Wir haben die mal verdoppelt. Ich weiß nicht mal, welcher Hintergrund das hatte. Ah, ach so, das könnte sein, dass ich dann vielleicht in dem Moment gespielt hatte, wo die verdoppelt haben. Ich weiß es nicht. War es wieder so eine Aktion oder was meinst du? Nee, es war ein Balancing. Die wollten, glaube ich, genau das war da, wo sie gemacht haben, dass es nur noch TDM gibt in den lauren Ranks. Und die Leute wollten aber nicht langsam hochleveln, weil gab es dann mehr. Und deswegen haben sie dafür TDM erhöht. Das haben sie jetzt immer auch so beibehalten. Das ist Angelo hier, ja. Angelo hat einen Quadcopter gebaut. Mit einen 8. Kastencopter, wir haben Wallcopters. Alter, mit 8. Angelo hat 8 Rotornblätter da dran. Ja, irgendwie muss ich abholen, vielleicht. Was sind hier 10s? Wo ist denn Bobo hin? Oh ja. Ich stehe auf Angelo. Nee, das sind keine Tier-10er. Hab's absichtlich nicht Tier-10 genommen. Aua, 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 aua. Uah. Die haben mich gehauen, Bobo, die haben mich gehauen. Hau zurück. Aua, mich haut immer noch was. Was haut mich denn? Ach, über uns, Bobo, da ist doch noch so ein Typ. Stimmt, den müssen wir töten. So. Okay, der ist mir jetzt eh nicht mehr. Weil es so witzig, dass man einfach schnell wegfliegen kann. Fliegt einfach schnell nach hinten und dann ist man erstmal raus aus der Schusslinie. Alter, wie hoch ist denn der? Sehr hoch. Anschau mit seinen 8 Rotorblätter kommt bestimmt hoch. Ich komm da nicht hoch. Was soll ich hören? Ich geh mal hoch. Alter, was ist denn das für ein Typ? Der macht einfach so random irgendwo rumballern. Der wirkt ein bisschen seltsam, der da oben. Da ist noch einer vor uns. Auf unserer Höhe. Nehme ich jetzt einen Beschuss. Ja, das ist der auf unserer Höhe. Ich war nicht kaputt. Hält uns doch nicht beide aus. Komm, fall runter, mein Freund. Ja. Ist echt schwer, ne? Vor allem dann konzentriert man sich ja die ganze Zeit auf den Kampf. Und der da, Alter. Der da oben ist ein Hacker. Und ein Hacker, der benutzt einen Bug. Den haben wir, hab ich jetzt nochmal auf. Der muss gebannt werden. Wer ist der denn? Salomana, ich weiß es nicht. Es gibt da jetzt eine Report-Funktion, oder? Am Ende von der Schlacht, konnte man da nicht irgendwie reporten, oder? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mal. Ja, ich auch nicht. Stimmt, der feuert viel zu schnell. Alter, was ist das denn hier? Direkt neben mir eine Drohne. So ein No-Flügler. So eine. Oh Gott. Der wird mich auseinandernehmen. Der nimmt mich bestimmt auseinander. Ich falle nach unten. SMG-Copter spotted. Oh Gott, hier ist der Angelo. Über dir, Angelo, ist so ein Drohnenvieh gewesen. So. Oh, er schießt auf dich an, das ist gut. Ich werde geheilt. Der andere wird auch geheilt. Scheiße. Der ist auch wieder voll. Oh, ist der Drohnen-Heini. Ja. Der Typ da oben, der sieht zu schnell, den an. Der Drohnen-Heini, Mann. Der hat echt die hochgeheilt. Scheiße. Jetzt sind zwei, die auf mich geballert haben. Ach, oh Gott. Das,
Ja, okay, das war sowieso war echt eine ganz komische Schlacht. So, wenn man am Rumfliegen ist, man achtet gar nicht darauf, was auf dem Boden ist. Ja, der Typ da oben bei dir in einem Startplatz, der hat übelst schnell gefeuert. Ja, aber der auf unserem Startplatz war vielleicht auch ganz wichtig, wenn man die abknallen würde. Ist echt so dem Hacker geflogen, Angelo? Nein, ich wurde von hinten abgefeuert. Oder Bug. Der hat übelst auf mich zugefeuert. Was denn für ein Bug? Gibt's da echt so einen hässlichen Bug oder was, dass du höher fliegen kannst oder wie? Schnellfeuerbug hatte der, oder? Du sollst jetzt natürlich nicht erklären. Ja, jedenfalls nicht genau erklären, tue ich nicht, wie es geht, aber man kann Sachen aneinander stellen, die nicht zusammenpassen, von der Größe her. Ich hätte irgendwie 4 Mega-SMGs an einer Stelle gehabt. Und auch mehrere Rotoren an einer Stelle. Deswegen war er richtig klein. Aber richtig das war scheiße, aber viel besser, schreibt einer. Ja, jetzt ist ziemlich, es war eine ziemlich komische Schlacht gerade auf meiner Seite aus. So, ich werde offscreen noch ein bisschen gucken, dass ich den vielleicht farblich ein bisschen anders anpasse oder wie auch immer. Werden wir mal sehen. Das nächste Mal gibt es dann wieder ganz normale regulären Folgen, also keine Baufolgen. Und vielleicht schauen wir uns auch dann mal gucken wir mal, wie sich das Ding im Ranked macht und so. Keine Ahnung, werden wir dann sehen. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von Snoops Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi.